war mal die Ausgangssituation, dass wir ein Mieterfest veranstalten wollten. Und das haben wir auch erst so konzipiert gehabt. Wir hatten gedacht, jetzt gibt es die Tempelhofer Freiheit, die steht zur Verfügung, dann könnten wir das doch eigentlich dort machen, ein Herbstfest für unsere Mieter. Und als wir das Ganze etwas durchgeplant haben, ist uns bald klar geworden, das ist nicht nur was für die Mieter, sowas kann man gar nicht begrenzen. Das ist etwas für alle Berlinerinnen und Berliner. Wir würden wiederkommen. Ja, richtig, das kann man auch empfehlen. Ja, doch, dann definitiv. Dann würden wir dann aber den eigenen Drachen mitbringen. Unternehmen. Sie sind auch jemand, der sich sozial, kulturell und bildungstechnisch engagiert, und wir schätzen die Stadt und Land als sehr, sehr guten Partner. Wir wollen neben unserem Geschäft was für Berlin tun. Da sind wir immer wieder vereint, und das, was die Stadt und Land heute macht, ist einfach grandios. Wenn man dieses Fest sich so von oben hier anschaut und sieht, wie viele Menschen hierher pilgern, um das Event hier zu erleben und genau hier auf dem Feld zu erleben, dann hat man eine Idee davon, wie es zu Beginn des letzten Jahrhunderts war. Drachenfest ist, und da wir zwei kleine Kinder haben, haben wir gedacht, ja, können wir mal unseren Drachen steigen lassen.